Das Thema Abfall ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten sehr bedeutend geworden, weil wir drauf gekommen sind, dass wir uns nur unzureichend um die Dinge kümmern, die wir zurücklassen aus unserem Leben. Und dass wir da eigentlich sehr, sehr viel ausblenden, vergessen, zur Seite schieben. Wenn wir das Thema Umwelt, aber auch Klimawandel ernst nehmen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als diesen Begriff Abfall etwas genauer zu durchleuchten und uns nicht mit einfachen Lösungen zufrieden zu geben. Ich möchte ein Beispiel dafür hernehmen. Wir haben gesagt, wir möchten uns von sogenannter schmutziger Energie befreien und möchten auf grüne Energie umstellen. Windenergie, Solarpanels und so weiter und so fort. Wir haben kein Konzept von Recycling für die Windenergie. Jedes größere Innovationsfeld erzeugt auch neue Formen des Abfalls. Für mich ist es wichtig, diese Prozesshaftigkeit anzuschauen und mir zu überlegen, vom Beginn bis sozusagen zum Ende Innovationen durchzudenken. Und das ist auch eine Form der zirkulären Wirtschaft. Wir schieben das Problem im Kreis quasi und beheben es nicht wirklich. Was ist der Fokus von Umwelt im Gespräch? Das sind Sie. Ja, das sind Sie, die Sie heute Abend hier sitzen. Mischen Sie sich ein, diskutieren Sie mit uns, fragen Sie kritisch, auch Unbequemes. Wir freuen uns auf Ihre Impulse. Jede Österreicherin exportiert derzeit ca. 20 Kilo Kunststoff ins Ausland. Wir sind also keineswegs ein Vorzeigeland diesbezüglich. Ich würde gerne eine Frage stellen, die an meinen beruflichen Kontext anknüpft. Und zwar arbeite ich im Bereich der Reinraumtechnik. Es gibt eigentlich angeblich keine Möglichkeit, außer die Sachen zu verbrennen. Und da wäre meine Frage ans Podium, was Sie dazu denken. Ich denke, das ist erstmal eine Ausrede zum Nicht-Nachdenken, zum Nicht-Nachfragen. Ich kann jetzt nur ein Beispiel aus dem Labor nennen. Eines der meistgenutzten Produkte sind so längliche Pipetten. Viele können sich vielleicht noch an eine Zeit erinnern, wo die eben nicht aus Polystyren waren, wo die aus Glas waren. Und das ist so offensichtlich und nicht mal das wird umgesetzt. Wir sehen alle, ich, Sie, wer auch immer, wir sehen manche Dinge einfach nicht, weil wir uns so sozusagen daran, weil das so eine Normalität für uns eingenommen hat, dass das nicht etwas ist, was wir einfach weglöschen können. Das heißt, es geht um dieses Bewusstmachen dessen, mit welchen Stoffen wir uns umgehen, woher diese Stoffe kommen. Und wir sollten einfach nicht mehr erlauben, dass diese Unsichtbarkeiten existieren. Abfall als Wertstoff muss man vielleicht gar nicht mehr als Abfall bezeichnen, weil das heißt nur, dass es woanders wieder eine Verwendung gibt. Solange in Deutschland bis zu 1000 Patente im Jahr angemeldet werden für verschiedene Kunststoffe, dann sage ich, wird es noch keine Maschine geben, die das auseinandertrennt, ganz offen. Also da sind wir überfordert ein bisschen und dann landet es in Wien, Gott sei Dank, in Ofen, woanders auf der Deponie, muss ich sagen. Und es wird immerhin nur ein Drittel vom europäischen Müll deponiert, was in sich eine Katastrophe ist. Es ist immer ganz wichtig, man schaut, ob man den Abfall in einen Kreislauf führen kann, dass er gar nicht Abfall wird. Das heißt, man aus den Rohstoffen wieder Rohstoffe macht, so wie bei der Aluminiumdosen wieder Dosen draus machen könnte in dem Fall. Aber dort, wo das nicht geht, muss man schauen, dass man die Ressource Energie noch nutzt. Eines ist ja klar, bei diesen großen Herausforderungen, die können wir nicht alleine bewältigen, sondern das geht nur in Partnerschaften, in Netzwerken und nur so können wir eben diese systemischen Probleme auch lösen. Die Veranstaltung hat mir insofern gefallen, weil es gescheite Fragen waren, was gekommen sind vom Publikum und weil ich am Podium gesessen bin mit zwei Experten und es macht natürlich Spaß, auch dort zu reden aus verschiedenen Bereichen und es war eigentlich eine super Sache, wo ich empfehlen kann, geht es in diese Veranstaltungsreihe. Ich nehme aus diesem Abend mit, dass wir immer noch an einem Punkt sind, wo wir nicht die Dinge zu Ende denken. Also bei neuen Produkten, nehmen wir ein Windrad, nehmen wir ein E-Auto, wo soll der Müll hingehen? Ist dies wirklich umweltfreundlich oder vertagen wir eigentlich das Problem nur auf eine Zeit in 20 oder 30 Jahren?